schönen Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, aber weiteren feinen Angezockt-Video hier auf meinem Channel und heute mit FIFA 18, der Demo. Ja, mittlerweile ja für alle zugänglich, glaube ich, PC, Xbox One und natürlich auch die PS4. Und ich haue mir heute dann dementsprechend FIFA 18 hier auf der Xbox One an. Habe ja jetzt einen schönen und guten Vergleich, weil ich ja nun jetzt eine ganze Weile Pro Evolution Soccer die Demo gezockt habe. Und bin natürlich gespannt, inwiefern ich jetzt was besser finde und was vielleicht schlechter finde. Und geht da ganz voreingenommen rein, denn wir alle wissen, alles beides hat seine Vor- und Nachteile. Und nur weil ich heute wahrscheinlich sage, das eine gefällt mir besser als das andere, muss das natürlich nicht für euch zutreffend sein. Kommen wir erstmal kurz zur Demo. Wir haben die Möglichkeit, einen ganz normalen Anstoß zu machen. Und wir haben die Möglichkeit, hier den Story-Modus ein bisschen anzuzocken. Ich möchte mich heute einfach ein bisschen auf das Gameplay versteifen und darum sage ich, wir machen heute erstmal nur den Anstoßmodus und ja, vielleicht mache ich nochmal gesondert in einem Video den Journey-Modus, aber da muss ich einfach mal schauen. Ansonsten sehr lobenswert schon mal für die Demo und auch interessant natürlich für alle HDR-TV-Besitzer. Die Demo ist schon in HDR und das finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht. So, und dann gehen wir erstmal hier drauf. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht ganz so extrem abnoobe, weil ich jetzt eine ganze Weile Pro Evolution Soccer die Demo gespielt habe. Aber dazu komme ich vielleicht näher nochmal im Fazit. Weil ich glaube, auf mein angezockt Video zu Pro Evolution Soccer, da war es sogar noch die Beta. Und da gab es nochmal einen großen Unterschied zur Demo. Ist aber egal. Kommt er erstmal hier zur Teamauswahl. Was nehmen wir denn? Wir können Bayern nehmen. Wir könnten aber auch Manchester nehmen. Manchester City. Können auch Paris nehmen, Paris oder klassisch Real Madrid. Komm, wir nehmen heute mal ganz klassisch Real Madrid. Machen wir jetzt keine große Welle und dann spielen wir meinetwegen gegen Bayern. Das passt schon. Hier kommt so ein paar Mannschaften, kennt jeder. Ne? Nehmen wir einfach mal so. So, wollen wir im kleinen Schwarzen, im erotischen Schwarzen spielen? Ich würde schon mal sagen, Schwarz gegen Rot, oder? Das passt schon. Nehmen wir. So, dann gehen wir erstmal rein. Und schauen uns erstmal das Teammanagement an. Was können wir denn hier in der Demo schon einstellen? Als erste Neuerung natürlich ganz klar ist jetzt hier der Schnellwechsel, den wir auch von Anfang an bestimmen können oder aber dann halt frei quasi für euch selber gewählt, also wenn man das nicht am Anfang festlegt. Ich würde sagen, festlegen ist glaube ich doch besser, wenn man das möchte. Ich möchte erstmal jetzt hier gucken, wie man das quasi auswählt. So, hier können wir uns auf jeden Fall die Details reinziehen. Okay. Achso, jetzt kann ich das hier so festlegen. Okay, jetzt muss ich erstmal schauen. So, hier haben wir erstmal den Stürmer. Ja, für wen würde ich den denn dann... Ne, bleibt hier eigentlich... Ne, warte mal, wen haben wir denn noch? Sind das so viele Auswechselspiele? Kann ich auch ein paar rausnehmen? Ich glaube nicht, ne? Dann machen wir erstmal hier. Machen wir erstmal ihn fest für... So. Machen wir mal so. Warte mal, jetzt wechselt er das doch, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, habe ich richtig gesehen. Ich möchte aber die Schnellwechsel-Dings einstellen. Na egal, gehen wir erstmal ganz kurz hier rüber und machen erstmal eine Aufstellung. Ich suche immer gerne eine Aufstellung, mit der ich relativ gerne spiele. Und zwar wäre das zum Beispiel die 4-3-3, also quasi die falsche 9. Spiele ich persönlich immer relativ gerne. Gut, das muss man natürlich sehen, wie ist natürlich das gegnerische Team aufgestellt. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, das nehme ich und das spiele ich immer. So, Ronaldo, Groß, was haben wir hier? Linke Ecke, rechte Ecke, kurzer Freistoß, dadadab. Das ist jetzt erstmal alles wurscht und okay. Dann haben wir hier die Anweisungen. Was heißt Anweisungen? Stürmeranweisungen, unterstützte Läufer. Okay, können wir also noch ein bisschen genauer auf die einzelnen Positionen eingehen. Offensivläufer, Anspielstation, genau, das möchte ich gerne. Ihn auf jeden Fall, den möchte ich auf jeden Fall, dass er sich weiter vorläuft. So, vorne bleiben, Dankeschön. So lobe ich mir das. Finde ich gut, auf jeden Fall hier nochmal so ein paar kleine Taktiken zu machen. So, was haben wir hier? Standard, wir könnten auf Konter, hoher Druck, auf lange Bälle möchte ich bitte gehen. Ich spiele mal gerne lange Bälle, warum auch immer. Vielleicht fühle ich mich damit einfach geiler, besser. Empfohlene Ersatzspieler. Auswechselspieler. Achso, Moment mal. Das heißt, ich könnte jetzt die mit denen tauschen. Aber ich kann nicht schon die einzelnen Positionen vergeben.
Okay, da muss ich mich nochmal ein bisschen schlau machen. Das wird jetzt ein bisschen zu viel für unser angezockt Video. Ich würde sagen, reicht erstmal. Wir haben erstmal das Nötigste eingestellt. Stadion kann ich jetzt, soweit ich das jetzt hier sehe, nicht einstellen bei Spieleinstellungen. Was haben wir denn? Wir haben hier die Partie 4 Minuten. Schade, in der Pestdemo kann man zumindest 10 Minuten einstellen. Schwierigkeitsgrad Halbprofi, lasse ich jetzt einfach mal. Ah doch, Stadion kann man einstellen. Was gefällt denn mir jetzt optisch mal so ein bisschen? Hier so mal so ein bisschen richtig fett Mega-Stadion-Atmosphäre. Komm, mach mal. Schnellwechsel, den lassen wir auf jeden Fall mal ein. Wir wollen das ja auf jeden Fall testen. Saison-Tageszeiten können wir hier leider auch nicht ändern. Und ja, okay. Das ist auf jeden Fall drin. Dann gehen wir mal hier oben weiter. Kamera. Standard ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Also, bei PES mache ich immer so ein bisschen näher bei der Standardkamera. Was mir auch aufgefallen ist bei PES, um da mal gleich nochmal dazu zu kommen, bei PES 2018. Ich weiß nicht, ob es das schon bei den anderen PES war und ich weiß nicht, ob es das im FIFA auch gibt. Weil ich habe lange nicht mehr einen FIFA oder PES jetzt so an sich gespielt oder auch gekauft. Möchte dieses Jahr aber damit mal wieder anfangen. Und zwar, bei PES habe ich die Möglichkeiten, in der Demo zumindest, auf bewölkt Schrägstrich Regen zu stellen. Das finde ich voll geil, weil das hat so ein bisschen was von dynamisches Wetter. Denn man spielt und es ist noch kein Regen, es ist einfach nur so ein bisschen bewölkt, teilweise kommt ein bisschen Sonne raus und irgendwann so mitten im Match kommt so leichter Regen oder teilweise auch dann Starkregen und so. Das wird dann mal mehr, mal weniger. Fand ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob es sowas auch bei FIFA gibt. Vielleicht die Profis unter euch, die das Video sehen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinhauen, damit ich mich da einfach mal so ein bisschen schlau machen kann. Denn nobody is perfect und that's me. So, bin in 15 Minuten da, schreibt der Vogelmann. Alles klar, schreibe ich dem mal zurück. So, jetzt aber erstmal hier rein. Was soll ich machen? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was ich machen soll. Okay, nochmal. Ach so, die Scheiben treffen. War knapp. Ich liebe ja so kleine. Hier müssen wir einen Heber nehmen. Oh, der war ein bisschen schwach. Bisschen schwach auf der Brust. Jetzt habe ich sie getroffen, jawohl. Ja, nochmal unten. Ja, da fühle ich mich jetzt sicher. Dann können wir mal die andere Seite probieren. Ja, auch getroffen. Naja, seht ihr. Läuft da wie ein Länderspiel. Ah, okay, das war die Mitte. Ah, Pfosten. Ja, das war ein bisschen viel des Guten hier. Das ist auf jeden Fall, das mag ich auch immer am FIFA. So diese kleinen Minispielchen immer. Weil, ja, man trainiert quasi. Ne, so ein bisschen. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. So, das haben wir gemacht. Ne, ich wollte eigentlich jetzt rein ins Spiel. Dankeschön. So, jetzt können wir das auch gerne hier erstmal laufen lassen. So ein bisschen den Einmarsch stehen. Ich muss ja sagen, bei PES gefallen mir zum Beispiel wieder die Charaktermodelle richtig gut. Also, klar, die haben jetzt nicht so viele Lizenzen. Oh, jetzt muss ich nochmal hier kurz zukommen. Die Spielkommentatoren werdet ihr jetzt nicht hören können. Die habe ich jetzt ausgeschaltet, weil einfach, was bringt euch das, wenn ich laber, wenn die labern, wenn alle labern. Mal gucken. Sollte ich mir aber ein Fußballspiel dieses Jahr kaufen. Mal sehen, ob es PES oder FIFA wird. Dann, liebe Leute, möchte ich dazu sagen, dann werde ich vielleicht die Kommentatoren drinnen lassen, wenn ich dann doch mal hier das ein oder andere Let's Play mache von der Story oder beziehungsweise von der Kampagne. Oder. Oder gerne auch gegen euch mal so Events gegen euch mache, wenn ihr auf sowas Bock habt, wenn ihr selber Fußball spielt, ne? Ansonsten, ja, ich finde bei FIFA die Charaktermodelle, klar, man kann erkennen, ja, also man kann erkennen, dass das ein Lewandowski ist, man kann erkennen, dass das ein Neuer ist, aber ich finde, da ist PES immer so ein Tick, ich sag mal, ein Tick realistischer. Es sieht irgendwie, hier, die sehen mir immer manchmal so, ich weiß nicht, puppenhaft aus, so ganz leicht, ne, so. Und da finde ich, ist PES ein bisschen schöner. Aber gut, ich bin gespannt, wie es jetzt mit den Animationen aussieht. Wie gesagt, jetzt für mich natürlich auch das erste Mal blind hier die FIFA-Demo. So. Ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal genug gesehen. Ach, okay, Start darf ich jetzt nicht drücken. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Erstmal gucken. Hab natürlich auch wenn ich es mir nicht gekauft habe, mir FIFA 2017 geholt. Nicht geholt, Entschuldigung, gespielt. Da seht ihr, ich fange an zu spielen und schon weiß man nicht mehr, was man labert. Das ist aber auch die Kunst immer wieder, ne? Und, ja, kann dementsprechend natürlich dann auch vielleicht zwei, drei Worte im Verhältnis zu sagen.
der mich erstmal hier vorbeilässt? Ich glaube nicht. Ah, den Pass wollte ich gar nicht machen. Aha, es geht schon wieder los. Das wollte ich gar nicht machen. So. Ja, er hat ein bisschen weit gespielt. Auf jeden Fall mit HDR. Also das macht jetzt zumindest hier schon einen sehr schönen Blick jetzt. Gefällt mir gut. Es fühlt sich langsamer an. Es fühlt sich ein bisschen langsamer an als PES 2017. Und da ist schon das Gegentor. Beziehungsweise das Tor für den Gegner. Oh, warum wackelt die Kamera da so? Hat sich der Kameramann jetzt gefreut? Ist der etwa parteiisch? Ach, abseits! Abseits! Ja! Ja! Da war wohl nichts, liebe Freunde. Natürlich habe ich das gewusst. Natürlich habe ich das gewusst. So, okay. Und jetzt lasst uns hier erstmal, ich muss erstmal auch wieder gucken, wie das mit den Tricksen und so war. Ja, okay, damit waren die Dinger. Oh, ich sollte vielleicht nicht unbedingt rumspinnen, wenn hier der Gegner hier direkt in der Nähe von mir ist. Aber ich muss ja testen, ich muss ja testen. Man muss ja auch erstmal warm werden, ne? Erstmal so ein bisschen, ne? Ribéry, alter Lulatsch, du. So. Jetzt mal gucken hier, ob man den... Was war denn? Hab ich was gemacht? Oder wer hat was gemacht? Ich habe jetzt gerade gar nichts mitbekommen. Also wir dürfen auf jeden Fall, aber warum? Wieso? Ich könnte den schnellen machen? Nee, doch nicht. Kann ich bitte die Kamera ändern? Dankeschön. Das ist mir dann doch immer lieber. Und jetzt möchte ich schon ein bisschen, dass sie in die Offensive rennen. Kann ich die jetzt auch bewegen da? Schütze wechseln, Spieler? Ah, das finde ich ein bisschen schade. Da hat PES ein paar mehr Optionen in diesen Positionen. Ach, blöder Arsch, ist er rangekommen. Na, mal gucken, aber es fühlt, ich finde, was jetzt auf jeden Fall schön ist, das hatte ich bei FIFA 17, da hatte ich immer das Gefühl, ich kann einfach durchrennen. Das merke ich hier auf jeden Fall gerade gar nicht. Also so jetzt zumindest jetzt in den ersten Minuten, ne, die ich jetzt, muss man ja auch dazu sagen. Man muss ja auch erstmal warm werden, Tricks und, aber was ich glaube, was ich wieder merke, ist wieder dieses typische... FIFA-Krankheit, nenne ich das immer. Das habe ich bei PES komischerweise fast nie. Und zwar dieses, den will ich gar nicht auswählen. Ich will den anderen auswählen. Kennt ihr das, was ich meine? Dieses, ich habe schon gedrückt, aber, nein, doch. Also, das habe ich irgendwie immer nur bei FIFA. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Vielleicht liegt das auch einfach mal an meinem kaputten Controller. Ich weiß es nicht. Und das ist ja auch alles immer so eine Gewöhnungssache, ne? Allerdings gibt es natürlich auch die FIFA-Spieler, die FIFA immer wieder kaufen. Und immer wieder sich aus neuer Regen. Scheiß FIFA! Blablabla. Ich liebe das. Ich hab so einen ganz guten Kumpel bei mir in der Freundesliste. Ach, ich liebe es. Wenn er FIFA spielt, ich könnte stundenlang im Party-Chat drin sein. So herrlich. Das ist einfach Aggressions-Training vom Feinsten. So. Okay, jetzt aber wieder erstmal zurück zum Spiel. Und denn wir wollen natürlich auch ein Tor sehen, aber am besten auch natürlich von uns, beziehungsweise von mir. Und macht doch nicht der alles offen in der Mitte. Es geht schon los, es geht schon los. Mein Puls. Bleibt geschmeidig. Bleibt geschmeidig. Animationen gefallen mir jetzt aber so an sich ganz gut. Also habe ich jetzt... Also sieht ganz nett aus. Na... Ah. Naja, komm, war einigermaßen verteidigt, aber hätte man besser hinbekommen können. Hole ich jetzt mal einen Torwart raus oder nicht? Was meint dann? Ja, okay, gut, dass ich nicht rausgeholt habe. Na, jetzt gib doch her den Ball. Schön, dass ihr mich hier wieder ausdingelt, wie die Blöden. Und ich stehe wieder da und denke mir so, ach ja, das Wetter ist so schön. Kann man richtig rudeln gehen. So, jetzt aber mal weg den Ball. Nach oben passen, dankeschön. Und jetzt hoffe ich, dass er da vorne mal ein bisschen Zunder bringt. Oh, die Mitte sieht gut aus. Ah, schade. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Also ein bisschen. Ich könnte ja auch nicht verlangen, dass ich immer laber. Es geht nicht. So, jetzt aber Mitte durch. Oben, oben, oben. Runter, runter, runter. Nochmal runter. Ach. Steht aber auch wieder überall, ne? Na, komm schon, komm schon, komm schon. So.
So. Na? Was natürlich hier immer schön ist, ist die Stadionatmosphäre. Ich finde, da hat die PES eben halt Nachholbedarf, ne? Sag ich mal. Das ist jetzt zwar auch schon besser geworden in PES 2018, also das sieht schon wesentlich besser aus als in 2017 noch. Aber ich sag mal so, FIFA ist natürlich, was Präsentation angeht und gerade durch diesen Journey-Modus, sind wir natürlich da ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen moderner, ein bisschen hipper, ein bisschen weiter vorne, ne? Auch was die Lizenzen natürlich betrifft, ne? Was natürlich für die Kids, denke ich mal, da draußen eigentlich mit das Wichtigste ist, oder? Dass sie ihren Lieblingsverein spielen können, dass da ihre Lieblingsleute alle erkennbar sind und so. Ich glaube schon, dass das einen großen Teil dann ausmacht, dass dann das Gameplay teilweise bei Fußball dann ein bisschen nach hinten rückt. Also, nicht, ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, ich will jetzt damit nicht sagen, dass FIFA scheiße ist. Was waren jetzt, ne? Ach, Abpfiff, okay. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, dass PES halt, also jetzt, ich merke es ja nun gerade, ist, PES fühlt sich ein bisschen geschmeidiger, meiner Meinung nach an. Schöner. Und ich habe so ein paar richtig geile Tore gemacht, liebe Leute, bei Pro Evolution Soccer. So richtig geile Tore. Da, vielleicht mache ich da mal bald einen Zusammenschnitt und da haue ich das Ganze einfach mal bei YouTube rein, wenn ihr da Interesse habt. Aber ich sage euch, da waren Dinger dabei. Ohohoho. Na egal. So, jetzt aber nochmal zurück hier. Und zwar zu FIFA, denn darum geht es hier in diesem Angezockt-Test. Wir wollen natürlich ein bisschen schauen. Ich werde auch gleich mal versuchen, die schnell Taktik, Schnellspielerauswahl-Dingsbums zu machen. Warte mal, ich weiß gar nicht, was man labern soll, wenn man hier mitten im. Oh, gerade so noch mein Füßchen dazwischen bekommen. Ja, da seht ihr das. Da, nochmal. Schöne, aber schöne Kameraperspektiven. Macht's gut. Ist schön. So, ich möchte gerne hier den Spieler wechseln. Wie kann ich den denn jetzt wechseln? Jetzt kann ich. Jetzt ist okay. Mehr. Na, habe ich mich doch gleich wieder für den richtigen entschieden. So. Und jetzt haben wir freie Bahn. Deswegen haben wir gesagt, dass einer vorne bleiben soll. Ja. Haben wir ihn ein bisschen veräppelt? Ja, und ja, Entschuldigung, aber ich habe jetzt irgendeine Emotion gemacht, dass er jetzt natürlich seine Standard-Emotion hier setzt. Kann man jetzt sagen, war gewollt und nicht gekonnt oder wie auch oder umgekehrt? Das können wir ja aussuchen. Aber guck mal jetzt hier zum Beispiel. Also, das gefällt mir zum Beispiel, die Animation von ihnen. Das war jetzt mir alles so. Er sieht halt ein bisschen aus wie Ken hier. Gut, er sieht im wahren Leben halt auch aus wie Ken, der Freund von Barbie. Aber. Jetzt gerade hier nochmal in seiner Pose mit den Licht und so. Ich finde, da ist PES einfach hübscher. Da finde ich PES einfach hübscher. Macht jetzt aber nichts, denn das Tor an sich war natürlich. Hat das Sonnenschirm wieder fein gemacht, ne? So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt natürlich nicht einen reinkriegen. Oh, Entschuldigung. Das war ich nicht. Ach. Also, ich habe auf jeden Fall. Probleme hier ganz arg in den Zweikämpfen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas anders ist, als es hier bei Dings noch war, bei FIFA 17. Aber ich komme irgendwie nicht ganz so klar mit den Zweikämpfen. So, ich mache mal jetzt so eine Schnellauswahl. Ihr seht unten rechts, ich musste RT drücken und konnte dann einfach mit A bestätigen, dass ich halt auch einen Wechsel machen möchte. Das ist nicht schlecht, ne? Aber die. Moment mal. Aber das haut, glaube ich, nicht ganz. Spielt er auf der Position? Egal, wir haben einen wunderschönen. Oh, geil. Ich kann euch einen Freistoß zeigen, wie super. Und ich kann gleich mal sehen, wie die Freistöße sich verändert haben. Also, bei einem taktischen Freistoß, bla bla bla, mit R. Schützen am Ball R, verschieben und das Zielschuss mit L festlegen. Okay. So, und dann B drücken und verwende L um F. Ja, okay. Also, ich kann jetzt hier. Den Schützen noch ein bisschen, dann komm mal ein bisschen. Kannst du noch ein bisschen so ran? Dankeschön. So, und dann passt mal auf jetzt, liebe Leute. Wenn der jetzt reingeht, dann. Holla die Waldfee. Ich glaube, ich habe zu wenig gemacht, oder? Ja. Ah, das war natürlich. Das war natürlich Mist. Okay. Aber muss ich erstmal rantasten. Ich glaube, wir alle können uns noch an FIFA-Teile erinnern, wo man so nur leicht angetippt hat und der schießt das Ding über die Wolken rüber. Also, deswegen bin ich immer wieder vorsichtig. Gerade wenn man das allererste Mal einen Freistoß ausführt. Sowas übt man natürlich, bevor man, ich sag mal, ein richtiges Match macht, ne? Dafür gibt es ja halt, wie gesagt, überall Trainingsmodien. So, und oben möchte ich bitte, dass der langläuft. Danke.
Und wie gesagt, die Animation da zum Beispiel war gerade sehr schön gemacht. So, und jetzt rein das Ding. Na fein, na fein. Und da haben wir das 2 zu 0 hier in der 64. Minute. Kann er bitte den Ball nehmen? Ich möchte den Ball nehmen. Nein, er ist der Meinung, er möchte jetzt einfach die Arme so die ganze Zeit so machen. Okay. Gut, dann mach es. Dann mach es. Ich will dir da gar nicht groß reinreden. Mach es einfach. So. Diese Kamera, was soll das? Was soll dieser Kamera? Was macht dieser Kameramann da? Ja, ich jubel mit. Nee, das finde ich ein bisschen blöd. Aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hier so grafisch beobachte, hier habe ich jetzt schon wieder teilweise das Gefühl, auch bei diesem Stadion, wenn man das Publikum jetzt gerade gesehen hat, ne? Da habe ich echt das Gefühl, dass PES dieses Jahr hübscher geworden ist. Aber nee, das muss man halt nochmal im direkten Vergleich, aber dafür, ich meine, hey, da kann jeder bei YouTube eingeben, FIFA versus PES und zieht sich irgendwelche Tausende von Grafikvergleiche rein, meinetwegen. Kann jeder machen, wie er will. So, und jetzt gucken wir erstmal, ob wir, ne, nimm den mit. Ran, 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 ran. So, jetzt auf jeden Fall hier unten schön frei. Jetzt muss er in der Mitte laufen. Ich habe mir die Anweisung gegeben gehabt. Das war nicht die Mitte, aber. Hey, der Witzker. Schönes Ding. Schönes Ding. Hier in der 70. Minute ein wunderbares, schönes Ding. Ja, der Kameramann erfreut sich wieder. Ja, was soll ich dazu sagen? Klasse Ding. Klasse Ding. Guckt euch das an. Wams. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Auch definitiv hier unhaltbar. Ja, kommt da nicht ran. Ja, kommt da nicht ran. Keine Chance. Oh, jetzt habe ich auf Versehen hier gedribbelt. Schön. Schön, schön, schön. So muss das sein. Ach. Hätte ich vielleicht doch einen höheren Schwierigkeitsgrad nehmen müssen? Nö, aber es geht eigentlich, oder? Also, oh, hier nochmal sauber freigespielt und rein das Ding. Und jetzt läuft sie gegeneinander spielen. Jetzt haben wir entweder sind die Gegner jetzt gerade so deprimiert oder ich weiß es nicht, aber jetzt geht einer nach dem anderen rein. Das ist ja. Es läuft. Es läuft. Also, aber das heißt jetzt nicht, dass jetzt FIFA wieder leicht ist, ne? Das heißt jetzt nicht, oh, guck mal, jetzt kann er ja doch wieder durchrennen. Es gibt halt mal solche Situationen, wo man halt mal so schnell halt so viele Tore machen kann, ne? Das nehme ich jetzt überhaupt nicht negativ diesem Spiel gegenüber. Und wir spielen ja auch nur auf Halbprofi. Muss man ja auch dazu sagen. Und das ist ja, glaube ich, so der Standardschwierigkeitsgrad, ne? Und von daher, alles in Ordnung. Jetzt Torwart. Oh, aber da muss ich zugeben, da war der Torwart jetzt auch gerade wieder in der Position, wo ich gesagt habe, ich habe ihn eigentlich rausgeholt, aber er wollte nicht. So, wollen wir auch nochmal auswechseln? Ne, schon vorbei. Also schnell auswechseln ist vorbei. Jetzt müsste ich quasi das Normale nehmen. Na, warum hat er den sich hier so nach vorne gelegt? Arschkrampe. Schön, schön, lauf unten. Und jetzt, jetzt kann ich auswählen. Ja, dann machen wir halt die zwei hier, komm. Linker Verteidiger. Das sieht auf jeden Fall. Ja, das sieht auf jeden Fall nach einer sinnvollen Auswechslung aus. Das können wir gerne so nehmen. So. Na dann komm, mein Freund. Komm, komm, komm. Ja. Oh, mein Handy vibriert. Das ist bestimmt der Vogelmann. Der wartet schon. Wir wollen heute nämlich noch ein bisschen Gears spielen. Das weiß er zwar noch nicht, aber er muss einfach. Denn das Update war da. So. Jetzt aber zurück. Oh, schön durchgespielt. Und jetzt. Ach, verdammt. Ich wollte mal was probieren. Aber jetzt nicht so toll. Gut, ich gebe es zu. Aber wir liegen in Führung. Also wir können uns mal so ein paar Späßchen ruhig erlauben. Schön nach oben mit einem Heber. Setz dich durch und schießen einfach eine Ecke raus. Ach, schade. Na, jetzt hier hinten gerade. Ups, das wird, glaube ich, gepfiffen. Nee. Er lässt spielen. Ja, sauber bekommen. Schön. Naja, nicht so schön. Oh Gott. Ich könnte niemals ein Fußball-Kommentator werden. Ne? Ich würde die ganze Zeit nur da hocken. Wer ist das? Ich kann das nicht erkennen. Welche Nummer hat er auf dem Rücken? Was? Ja, schön, schön. Nicht schön. Ja, schön, schön, schön. So, und jetzt wieder freigespielt in der Mitte. Runtergegeben und rein das Ding. So, und tschüss. Ja, das ist. War ein sicheres Ding. Ich glaube, das habt ihr alle kommen sehen. Und ja, er macht wieder seine Pose. Ich habe aber diesmal einen anderen Knopf gedrückt. Was ist mit seinen Händen los? Hat er Vibrationen? Da los. Sah aus wie ein doppelter Masurator.
Ja, da freut er sich wieder, die alte Öllampe, du. So, können wir uns gerne nochmal hier anschauen. Ja, aber ein sicheres Ding. Schön. Immer so. Jetzt sieht er schon wieder ein bisschen besser aus mit dem mehr Schweißer. Sah jetzt schon wieder die Figur an sich ein bisschen besser aus. Nicht mehr ganz so extrem plastisch. So. Ja, 5-0. Also, wenn das jetzt noch gekippt wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, und da sprechen wir einmal davon. Das war's. Das war's. Super. Schönes Ding. Das Publikum außer Rand und Band. Naja, gut, eigentlich so auch nicht, ne? Also ich weiß nicht, ob es jetzt hier am Stadion liegt, aber guckt euch mal jetzt hier die Stadionatmosphäre an. So, der Birne finde ich die jetzt hier nicht, ne? Aber das kann jetzt wieder am Stadion liegen, ne? Da, wenn du dann wieder in so ein anderes Stadion hast, da geht wieder die Post ab, da wird wieder hier alles angezündet, weißt du, da fliegen die Tauben, da, keine Ahnung, da wird Coca-Cola in die Kamera gehalten für, ja, Product Placement. So, wie auch immer, Toni labert schon wieder Scheiße. Das soll es auf jeden Fall mit den Angezockt-Videos sein. Wir machen mal ein kleines Fazit. Ich glaube, ich werde die Demo noch ein bisschen mehr spielen müssen, weil es mir noch nicht ausreicht. Ich sehe Potenzial hier drinne. Ich sehe, dass es sich auf jeden Fall langsamer spielt als FIFA 17. Dass die Schnellauswahl richtig gut ist, dass HDR gut rüberkommt. Ich sehe aber allerdings auch jetzt nach kurzer Zeit, dass mir Pro Evolution Soccer rein vom Gameplay her schon besser gefällt. Auch von den Charaktermodellen besser gefällt. Also es wird wieder das Typische sein, welche Modi sprechen mich mehr an? Spiele ich hier den Journey-Modus? Spiele ich wieder MyClub-Modus auf Pro Evolution Soccer? Womit habe ich mehr Spaß? Stören mich da, dass es da keine Lizenzen gibt? Freue ich mich hier bei FIFA endlich drauf, dass es ja nun endlich die dritte Liga gibt? Wenn auch natürlich nicht komplett voll lizenziert und dementsprechend auch die Charaktermodelle frei aus dem Editor sind. Ich glaube, das muss jeder selber für sich entscheiden und machen. Und ihr könnt auch gerne mal eure Scheidung oder das, was ihr geil findet, unter die Kommentare schreiben. Ich werde den Teufel tun, um zu sagen, das Spiel ist definitiv besser, das müsst ihr alle kaufen. Denn es ist freie Entscheidung. Und wie auch bei Rennspielen oder bei sämtlichen anderen Sportspielen, zockt das, worauf ihr Bock habt und habt Spaß dran. Und wenn ihr Bock habt, mit mir zu zocken, dann addet mich doch einfach. Sonnergy SSJ auf Xbox One. Und dann geht das auch ab. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen. Ihr seid die größten, schönsten und besten. Aber das wisst ihr ohnehin. Bis dahin, haut rein. Euer Sonnergy.